Der Alexander hier und mehr will ich haben. Um 18 vor 2. Auf die Ostern zu. Mit der SRF Musikwelle. Sie ist Kindergärtnerin von Beruf und ihr Hobby ist es, Geschichten zu erzählen. In Büchern und auf CDs. Die Rede ist von der Andrea Kühling aus Schaffhausen. Ende letzten Jahr hat sie mit einem lustigen, frechen Samichlaus-Kinderbuch einen Überraschungserfolg gelandet. Jetzt doppelt sie nachher mit einer Osterhasen-Geschichte und die gibt es als Hörspiel, gespickt mit verschiedenen Liedern. Das Sascha Zürcher hat die gelost. Hey, Häsli, Schnur und Näsli, hast du ein eilig Kleid? Ich kann nicht, Häsli, doch kein Eier schlau, Meier. Wenn sie nicht gerade im Kindergarten am Arbeiten ist, dann ist die Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern daheim am Tüfteln. Sie hat schon mehrere Hörbücher produziert und selber geschrieben. Jetzt dann eben zusammen mit ihrem Mann das Osterstück «Wer wird Osterhase?». Es ist eine sehr kreative, coole Arbeit, so eine CD-Produktion. Und es berührt mich auch sehr, weil ich merke, ich habe eine Idee in meinem Kopf und am Schluss entsteht so daraus wie so eine eigene Welt. Und es hat verschiedene Leute, die mir da dabei helfen, diese Welt zu kreieren und die dann selber auch sehr Freude bekommen haben daran. Und in dieser Geschichte geht es eben darum, wer von den sieben Feldhasen am Schluss den wichtigen Job vom Osterhase überkommt. Jetzt kann ich wenigstens wieder reden, weil ich den Brief nicht mehr im Schnabel tragen muss. Ich bin die Eule und ich komme direkt aus dem Osterhasenland. Die Osterhasenkönigin schickt mich mit einem wichtigen Brief. Wer will ihn vorlesen? Die Mami Söll, sie kann es am besten von uns. Alle Rollen spielt Andrea Kühling selber. Und daheim, im Keller, im Tonstudio von ihrem Mann, hat sie dann eben mit ihm, der Musiker ist, alles eingespielt und aufgenommen. Am liebsten hätte ich Schoki zum Morgen, zum Znüni, zum Mittag, zum Zwiehle, zum Nacht und auch in der Nacht. Ja, Schoki zum Morgen, zum Znüni, zum Mittag, zum Zwiehle, zum Nacht und auch in der Nacht. Das Lustigste an dieser CD-Produktion war, wo wir die Stelle aufgenommen haben, wo ein Hase und der Igel zusammen ein Schoki einfressen. Ich habe dort nämlich wirklich Schoki gegessen. Und später mit dem Tontechniker zusammen haben wir dann die Stelle noch mal ein bisschen bearbeitet und haben auch wieder relativ viel Schoki gegessen. Wir mussten schauen, bei wem tönt es am besten, wer kann am meisten knacken beim Schoki essen. Wer kann am besten schmatzeln? Und so tönt die Schoki-Szene im Hörspiel. Er nimmt einfach einen Biss vom Schoki ein. Und dann nochmal einen. Und nochmal einen. Ach, ist mein Freund. Ich flippe aus. Das Ei ist wirklich aus Schoki. Für ihr Osterhörspiel «Wer wird Osterhase?» hat Andrea Kühling, wie auch schon bei ihrem Samichlaus-Buch im Glarner Bäschlin Verlag, von ihrem Beruf als Kindergärtnerin profitiert. Der Kind hat seine Geschichte nämlich immer wieder erzählt und je nach Reaktion immer wieder aufs Neue abgeändert, bis am Schluss die Geschichte gestanden sei. Wichtig dabei sind aber auch die Lieder, die zum Mitsingen sollen anregen. Die Lieder habe ich extra so geschrieben, dass man sie nicht nur an Ostern kann singen, sondern das ganze Jahr durch. Sie handelt von Themen wie Fußball. Ole, 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 wer wird es noch sehen? Ole, 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 wer wird es noch sehen? Oder Lieblingsessen, Spielen. Und die Lieder, die Kinder am liebsten singen, sind eindeutig «Hey Häsli, Schnudernäsli». Das ist so ein frecher Eichhörnli-Rap mit einem sehr frechen Eichhörnli. Also das haben die Kinder sehr gern. Und auch das hat mich wahnsinnig berührt. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit gewesen. Hey Häsli, Schnudernäsli, Rüebli, Fresser, Stummel, Schwänzli. Du hast ein grosses Ränzli. Du meinst wohl, du schickst cool. Ich stopf dir jetzt die Schmul.
Also so habe ich jetzt Ostermusik noch nie gehört. Das ist echt cool, finde ich. Und gefällt auch ihnen oder ihren Kindern oder Grosskindern sicher super gut. Jetzt ist ja erst Dienstag, oder wenn sie ein bisschen pressieren, dann haben sie das neue Album noch bei sich daheim. Sie finden alles bei der Künstlerin selber. Gebe ich Ihnen jetzt rasch bekannt. AndreaKühling.ch. AndreaKühling.ch, dort können Sie aussuchen, was Sie wollen und noch bestellen. Und kann nicht garantieren, dass Sie es noch kann verschicken, vielleicht wird es jetzt gerade ein bisschen überschwemmt. Aber probieren können Sie es noch. Und übrigens, in Sachen Ostermusik haben wir dann auch noch etwas zu bieten. Das ist dann aber ein anderer Stil. Heute Abend, nämlich nach der 6. Da gibt es Volkstümliche Ostermusik.